Aus meiner eigenen Sicht dreht sich immer um die gleichen Themen. Von außen sieht es immer aus wie ein völlig zerstückeltes Werk, wo halt immer andere Gesichter hat oder so. Letztendlich ging es immer um diese Auseinandersetzung mit der Realität irgendwie und eine Wirklichkeit, die ja immer den Anfang bildet. Und so sind es eigentlich für mich selber alles Facetten von den gleichen Fragen und irgendwie bis zum Umfallen. Aber dann trotzdem in der Machart, also so, wenn man es jetzt rein auf so eine malerische Art oder visuelle Art anschaut, gab es dann immer ja, so Interessen, wo ich mich dann wie so weiter reinknien konnte. Und wo ich dann auch wie so, in so visuelle Räume reingestoßen bin, die mich selber so überrascht haben. Und wo ich dann dachte, okay. Warum ich eigentlich so lange analog gearbeitet habe oder arbeite immer noch so fern wie möglich. Es ist ja nicht aus so einem Romantik oder aus so einem Nostalgie heraus oder so, sondern eigentlich hat ganz pragmatische Gründe, das, was ich gelernt habe oder was ich halt gut kann. Oder diese analoge Fotografie, die ich jetzt mit dem Mittelformatkamera gemacht habe, das hat eine Langsamkeit, die mir extrem gut gefällt. Also, oder auch eine Konzentration mit sich bringt. Wenn ich wie 10 Bilder mache auf einem Film, dann schaue ich die mir eigentlich ziemlich genau an, bevor ich ab. Also es ist dann wie nicht so ein Auswahlverfahren, sondern es ist wie eine Konzentration beim Ablichten. Und dann eben, dann triffst du deine Auswahl, dann werden sie so groß. Und dann kommt plötzlich etwas aus der Maschine, wo dann halt der Print, der dann an der Wand hängt, den steht nicht in meinem Atelier. Den sehe ich auch das erste Mal im Labor. Aber das ist eigentlich wie so in so einer Einfachheit von der Herangehensweise trotzdem so ganz starke Momente entstehen können. Also wenn ich dann wie 3 Birnen habe auf einem grünen Untergrund, es könnte simpler gar nicht sein, noch Tageslicht dazu. Dann hast du halt natürlich dein Framing und alles und dann machst du diesen und jenen Print draus und so dieses, eigentlich so dieses Verrücken von, eben von Bedeutung eigentlich so, von, das hat recht viel Power irgendwie. Ich habe mich immer gefragt, wie bilde ich überhaupt irgendwas ab und was mache ich damit und warum und in welchem Kontext und wer schaut es an und wie lest er das? Ja, wie erzählt man eine Erinnerung oder so, das sich erinnern? Nicht eine spezielle Erinnerung, sondern überhaupt das sich erinnern. Das ist ja also eine Mischung aus Bildern, Gefühl, Farbe, Licht, Geruch, Gespräche und so weiter. Und so diese Art von Information oder Geschichte zu erzählen, das dann wieder umzusetzen in einen extrem komplizierten Prozess. Also das dann wie eben vierfarbig wäre dann wieder zu direkt an einen bestimmten Ort gebunden und man kann da viel zu viel drin lesen. Aber dadurch, dass ich da das auf alle Bilder auf 2 Farben reduziert habe und dann entsteht wie einen eigenen Farbraum, der losgelöst ist von irgendeinem bestimmten Ort oder irgendeiner bestimmten Zeit oder Jahr oder mir, tut sich dann wie was auf, was wie relevanter ist, jenseits von meiner eigenen Reise da und da mit dem und dem. Das ist eben die Bilder so eine nicht eine, sondern viele Nachtfahrten durch Teheran, wie man die Stadt abbildet. Das ist ja auch wie so die Art, wie man die Stadt wahrnimmt. Und all die leeren Plakatwände. Also es ist mir wie so geblieben, so diese großen, beleuchteten, also durchaus inszenierten, aber blank. Alles so weiße Statements. So. Also Billboards, die eigentlich leerstehend waren oder sind, wahrscheinlich immer noch, jetzt wegen den wirtschaftlichen Sanktionen. Es gibt die ganzen Billboards. Aber es gibt wenig das Geld, um sie bespielen. Die stehen aber dort und sind halt beleuchtet und sind deswegen weiß. Und dann bekomme ich die Anfrage, zum jetzt hier in Zürich am Stadelhofen Plakatwände zu bespielen, die man sich ja nur gönnt und leistet, weil auch standortspezifisch, weil man sich das auch jetzt leisten kann. Fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz schön, so diese Idee von diesen 2 verschiedenen wirtschaftlichen Kontexten zusammenzubringen.
okay, wenn ich so eine Arbeit mache, dann möchte ich auch irgendwas selber rausfinden. Und dann haben wir die eben diese Iris-Drucke gemacht auf Aluminium, auch nicht einfach zu... Also wir haben eigentlich einen relativ schwierigen Prozess durchgezogen, was wie cool ist. Und dann strahlt es ja auch. Also es ist allein schon die Farben. Also zuerst druckst du die Iris und denkst, Junge, es braucht gar kein Bild mehr drauf, weil allein die Farbe hat schon so eine Präsenz, dass man das so stehen lassen kann. Und dann ist es aber auch wieder zu einfach. So. Wie schaffe ich das eigentlich, wie so ein starkes visuelles Statement zu machen, ohne dass ich mich festnageln lasse, was ich zeige und warum. Also, und das jenseits jeglicher Banalität, weißt du, das jenseits jeglichem Verliebtsein in die Kunst und so. Sondern einfach, wie schaue ich etwas an oder wie schaue ich als Betrachter, jetzt nicht nur ich als Künstlerin oder so, wie schaue ich als Menschen Abbild an, was, das kommt zurück so.